Ich hab vorgehabt, mir ein Teleskop zu kaufen, um mal ein bisschen mir den Mond mal näher anzugucken. Weil ich muss voll lachen, Bro, hör auf. Das kommt mir gerade. Ich hab gerade Flashbacks. Warum interessiert dich das so krass, Bruder? Was ist da so bei dir der Trigger, wo du sagst, ich muss mich damit beschäftigen, ob das real ist oder nicht so? Über deine DMT-Erfahrung oder so geredet? Dein Körper und alle Organe reagieren auf, ich sterbe jetzt. Und dieses Gefühl hast du dann. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Bist du der Meinung, dass bis heute kein Mensch auf dem Mond gewesen ist? Doch. Real Talk jetzt. Ja, Real Talk, die waren da. Ich glaube, die waren da. Wann? Guck mal, ich habe mir letztens einen Podcast reingezogen. Joe Rogan. Kennst du Alex Jones? Mhm. Alex Jones. Boah, da müsste ich dich jetzt anlügen. Er ist halt ganz wilder, ist ein ganz wilder Theoretiker, Bruder. Ganz wild, Bro. Der okay. erzählt auch mit Aliens und mit hier und mit. Der ist wirklich sehr tief drin. Ist seit 30 Jahren beschäftigt. Du weißt, die machen auch sehr viel Geld mit solchen Themen, ne? Und solchen Theorien, ne? Brutal. Richtig Kohle, Bro. Der hat einen Kanal, Infowars heißt es. Der läuft irgendwie auf. Lass mich nicht lügen. Dreistellig auf Radiokanälen in Amerika so. Und hat Einschaltquoten, okay. Millionen Einschaltquoten. Wirklich, ich glaube, wöchentlich irgendwie. Lass mich da auch nicht lügen, aber so 10 Millionen oder so ein Scheiß, weißt du? Also der hat wirklich eine ich krasse sag doch, die Reichweite. machen damit Kohle, Motherfucker. Die machen da. Ey, das ist auch das Ding. Sorry, wenn ich schon mal reingehe. Ich habe halt beobachtet, dass viele dieses Thema Verschwörungstheorien und so nutzen, um selber daraus zu profitieren. Die spielen halt, die Leute laufen dann halt in die Arme, so weißt du? Ja, die ja, verkaufen klar. dann auf einmal T-Shirts, dies, Bücher, das, dies, Podcast. Unheimlich viel Geld damit, Alter. Und manchmal glaube ich, dass sie selber einfach nicht das glauben, was sie da eigentlich sagen. Die wollen damit einfach nur Para machen, Alter. Ist das ist möglich, auch Bruder. Sehr gefährlich, Digga. Ist gefährlich, Bro. Gerade wenn Gerade es dann mit diese so. Alien-Sachen. Ja, und wenn es Hype wird, weißt du, wenn die Leute merken, okay, krass, die Leute interessieren sich dafür, das ist jetzt Hype hier gerade, wir können da auch was mitnehmen, so. Was ich sagen wollte, ist, dass die in dem Podcast auch darüber geredet haben. Und davon habe ich zum ersten Mal gehört in dem Podcast, dass es angeblich von deren Meinung aus so war, dass die wirklich auf dem Mond waren und auch da das gemacht haben, was so auch von den Medien erzählt wurde, was halt Allgemeinbildung ist, sage ich mal so, dass das genauso stattgefunden hat, aber dass die Kameras nicht funktioniert haben da oben und dass die dann den Content quasi nachgedreht Nachspielen haben, mussten. damit die wenigstens. Weil das so ein heftiger Sehr Act war und da so viele Millionen Euros reingeflossen sind, etc., dass die den Leuten irgendwas präsentieren mussten, Digi. Weißt Was hältst du selber davon? Weil ich muss voll lachen, Bro. Hör auf. Das kommt mir gerade. Ich habe gerade Flashbacks, Weil wo für wir mich, die Shisha-Baba haben, Bruder. wollte ich gerade sagen, für mich war das nämlich so krass, weil ich dann noch so in Erinnerung hatte, dass du ja auch mit Reflektoren und dies, das, bla. Und da gibt es halt wirklich viele Leute, die auch in Amerika sagen, dass diese Bilder und diese Videos, die im Internet da sind, keine realen Videos vom Mond sind, so, weißt du? Und diese Erklärung, die er dann da rausgeballert hat, dass die Kameras irgendwie nicht funktioniert haben oder kaputt gegangen sind wegen Atmosphäre, bla bla bla, keine Ahnung, was da genau dahinter steckt, so. Ich weiß es nicht, Bro, das wurde nur da in dem Podcast erzählt, ne? Aber dann dachte ich mir so, okay, krass, auch eine Variante, um das zu umschreiben, sage ich mal so. Ja, wenn du so willst, kannst du jegliche Variante nehmen, ne? Aber ich habe mir halt das Ich glaube, echte Video angeguckt der Mondlandung die. und auch wie die wieder vom Mond hochgeflogen sind. Also wirklich, das ist eine Frechheit. Also das ist auf jeden Fall eine Beleidigung an unsere heutige Intelligenz. Wenn du die einmal nur anguckst, wie die vom Mond wieder zur Erde fliegen, Bruder, ich schwöre, du fällst von deinem Stuhl da, wie du gerade sitzt. Hast du das gesehen? Habe ich nicht gesehen, Bro. Habe ich nicht Das gesehen. Aber in musst du dir Amerika, ich angucken. glaube, in den Staaten ist es auch schon mittlerweile so. Jeder weiß, dass dieser Content nicht der echte Content ist, der von da kommt, so. Weißt du? Das ist Oder? echt crazy. Aber was glaubst du denn? Weil Ja. ich weiß zum Beispiel, dass es diese. Die haben einen Reflektor angeblich da oben aufgestellt, ne? Wo du dann Licht reinjagen kannst und es wird dann zurückreflektiert, so. Ich weiß nicht, ich habe den noch nie gesehen, du? Ich habe den persönlich auch noch nie gesehen, aber. Ich hab vorgehabt, mir ein Teleskop zu kaufen, um mal ein bisschen mir den Mond mal näher anzugucken. Was glaubst du denn, Bruderherz? Was Also ich glaubst du sag dir, denn? ich würde behaupten, also meine Meinung,
dass die damals, ich glaube 1970 oder 60 war diese Mondlandung, 70? 70, ne? Irgendwie so. Dass sie zu der Zeit auf jeden Fall nicht auf dem Mond gewesen sind. Dafür gibt es zu viele Hinweise und mittlerweile, wenn du ein bisschen nachdenken kannst, selber logische Zusammenschlüsse verknüpfen kannst, dann siehst du, dass es auf jeden Fall nicht der Fall war. Alleine schon, wie das Ding aussah, es war einfach nur noch Folie und Plastik. Und als das Ding gelandet ist, also ich rede jetzt von den originalen Aufnahmen, da ist nicht mal irgendwie so Staub aufgewirbelt worden oder da unten ist nicht mal dieser Fleck von der Rakete. Und was mich am meisten getriggert hat, ist halt, als das Ding wieder abgehoben ist, zur Erde zurück, da bin ich vom Stuhl gefallen. Ey, bitte, Bro, du musst dir das angucken, du lachst dich Schrott. Weil das ist so für mich der Knackpunkt gewesen, wo ich gesagt habe, das kann niemals so gewesen sein. Ey, du musst dir vorstellen, die Kapsel steht so und dann machen die so 3, 2, 1 und du denkst, jetzt kommt so ein Raketenschub und das Ding zieht hoch und auf einmal, Bruder, das Ding macht nur so. Einfach, ich schwöre, genauso wie ich gerade mache. Keine Raketen, kein Feuer, kein Antrieb, kein nix. Der wird einfach, der schwebt auf einmal einfach so hoch. Ich denke mir so, ist das real? Dann habe ich so 3, 4 Videos geguckt von der originalen Mondlandung und das war echt, das war deren Ernst zu der Zeit. Und vielleicht hatten die damals noch nicht so krasse Mittel, um das so in zur Schau zu stellen. Aber wenn wir uns das jetzt so viele Jahre später anschauen, mit der Technologie, die wir haben, wenn wir sehen, was alles möglich ist mit Greenscreen und so weiter, Bro, wenn du dir das Ding anguckst, ich schwöre, du hast Toilette vom Wasser getrunken, wenn du sagst, das ist echt. Ich weiß nicht, also eine Theorie, die für mich sehr plausibel und schlüssig ist, ist, dass Amerika und Russland im Kalten Krieg waren und die haben sich halt ein internationales Wettbewerb geliefert, ein Wettbewerb von Wettrüsten, wer hat die krassesten Waffen, Atomwaffen, wer hat die meisten Soldaten, wer ist wo am besten stationiert und dazu kam dann auch noch, wer ist als erstes auf dem Mond schafft. Das heißt, das war ein symbolischer Wettbewerb und die Amis haben sich gedacht, ey, wisst ihr was, bevor wir jetzt hier noch 20 Jahre rumforschen, dass wir wirklich auf den Mond gehen können, faken wir das einfach. Und sind somit die symbolischen Sieger der neuen Technologie. Und damit haben die sich halt meiner Meinung nach ein politisches Statement gesetzt und gesagt, ey, guck mal, wir sind die Amerikaner, wir sind die Sieger, wir sind die Superhelden, so wie es auch in jedem verfickten Film auch immer gezeigt wird, Captain America, Superman, wir sind die Polizei der Welt und wir sind die, die als erstes auf dem Mond waren. Das war einfach symbolisch nochmal, weil die sehr unter Druck standen und sich einen Wettbewerb geliefert haben. Und zu der Zeit 1970 oder so, ist es für mich sehr unrealistisch, dass sie wirklich mit, also ein bemanntes Flugzeug auf dem Mond gewesen ist und dass sie da rumgelaufen sind. Dafür gibt es halt zu viele Hinweise, dass es so nicht gewesen ist. Aber mittlerweile. Aber haben die nicht damals schon auch Raketen gehabt? Sind meiner Meinung nach Satelliten auf jeden Fall Leute auf dem Mond gewesen. Allein schon, wie die Proben dort entnehmen und schon Richtung Mars wollen, weil die vielleicht auf dem Mond nichts Wichtiges gefunden haben, womit die was anfangen können. Kann ja sein. Aber mit der Technologie von heute viel, viel wahrscheinlicher als mit der Technologie von damals, Alter. Safe. Also glaubst du, da hat es technikmäßig noch gehapert oder was? Dass die es nicht geschafft ja, haben? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja ein offizielles Interview von Donald Petit, heißt der. Das ist ein ehemaliger Astronaut der NASA. Also der hat ein Interview gegeben im NASA-Gebäude. Das kann jeder im Internet sehen, dass es hier nichts versteckt ist oder irgendeine geheime Videobotschaft, sondern das hat er ganz öffentlich gesagt. Der hat gesagt, die Technologie, die wir damals hatten, für die Mondlandung haben wir heute nicht mehr. Wir mussten sie zerstören. Und nicht nur zerstören, sondern wir haben auch verlernt, wie wir sie bauen, die Technologie. Das ist seine offizielle Aussage gewesen. Weil er gefragt worden ist, warum fliegen wir heute nicht mehr auf den Mond. Wirklich, ist real talk. Also wirklich, das habe ich mir nicht aus dem Arsch gezogen. Das ist von dem Typen, ich habe sogar den Namen, Don Petit, Abkürzung für Donald. Donald Petit heißt der, P-E-T-T-I-T. Kann jeder nachforschen. Dieses Zitat gibt es auch auf Google. Wikipedia spuckte das aus. Und dann habe ich aber einen Konflikt damit, dass ein anderer Astronaut vor der NASA gesagt hat, wir haben die Technologie von damals nicht zerstört, sondern weiterentwickelt, um noch weiter als zum Mond zu fliegen, sondern Richtung Mars. Dann denke ich mir so, hä? Der Kopf weiß nicht, was der Arsch redet, Digga. So, und das sind so Widersprüche, wo ich mir denke, okay, irgendwas ist da faul.
Warum interessiert dich das? Auf jeden Fall 1970 nicht auf dem Mond waren, gehe ich auch stark vom aus. Warum interessiert dich das so krass, Bruder? Also was ist da so bei dir der Trigger, wo du sagst, boah, Digga, ich muss mich damit beschäftigen, ob das real ist oder nicht, so? Weil irgendwie habe ich bei diesen Sachen gar keine. Ich gucke mir ein, zwei Sachen an. Ich gucke mir die originalen Videomaterialien an. Im Endeffekt, oder juckt mich das gar nicht, ob die jetzt auf dem Mond gewesen sind oder nicht. Es ist natürlich lustig, wie sie versuchen, das bis heute durchzudrücken und an die Mondlandung Gläubigen, die immer noch sagen, doch, die waren auf dem Mond. Ich finde es halt lustig, wie man die damit triggern kann. Für mich waren sie eindeutig damals nicht auf dem Mond. Es ändert jetzt natürlich auch nicht so, aber ich finde es einfach lustig, wie man Leute manchmal damit triggern kann, dass sie doch auf dem Mond gewesen sind. Und wenn du die dann damit konfrontierst, dann sind die, zum Beispiel habe ich ein Video von Harald Lesch gesehen, wie er sich tatsächlich da hinsetzt und probiert, das so durchzudrücken, dass sie doch auf dem Mond gewesen sind. Und irgendwelche angeblichen Fakten auspacken. Ich hab mich kaputt gelacht. Alter, die können reden, was sie wollen. Guckt euch einfach nur das Video an, wie die Apollo 13, dieses Ding da, auf einmal vom Mond wieder Richtung Erde fliegen will. Guckt euch das bitte nur an. Ich such's gerade im Internet. Wenn ihr das seht, ihr lacht euch schlapp, Leute. Wirklich. Was hat dich dazu getrieben? Wann hast du dich das erste Mal damit beschäftigt? So? Was war der Auslöser dafür? Oh, Mondlandung? Ich glaube, zu der Zeit, wo ich mit dir den Talk geführt habe tatsächlich, da habe ich mir ganz wilde Sachen reingezogen, weil ich einfach wusste, so, dass wir über solche Sachen reden werden. Mhm. Bitte? Einfach so bei YouTube, einfach so, dass dir das vorgeschlagen wurde oder hast du explizit gesucht nach der Scheiße? Ey, damals zu der Zeit, wo wir den Talk geführt haben, war YouTube wesentlich entspannter. Mhm. Und da gab es halt viel mehr solcher Videos. Heutzutage sind die alle gelöscht und gesperrt, warum auch immer. Und da habe ich halt hier und da mal ein paar Videos gesehen, sehr wilde Sachen. Und da war auch die Fake-Mondlandung, weil Bruder, mir wurde oft mal was vorgeschlagen über die ISS, dass diese ISS auch fake sein soll und so weiter. Und dann kam das eine zum anderen. Und dann habe ich das auch dort gesehen. Das war sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Das hat mich sehr amüsiert. Bruder, jetzt eine Frage hatte ich hier drin, wo einer gefragt hatte, wo ist denn das jetzt? Du hast anscheinend bei dem Talk mit Sinan über deine DMT-Erfahrung oder so geredet, ne? Und dann wurde irgendwie abgebrochen oder so. Oder du hast da nicht weiter drüber geredet und die interessiert es gerade, was du da eigentlich sagen wolltest. Du wolltest irgendwie anscheinend irgendwas sagen. Oder also DMT ist erstmal für die Leute, die denken, dass es irgendwie eine Droge wie Crack, Ecstasy oder so ist, völliger Quatsch. DMT ist auch in deinem Körper, wird ausgestößt, wenn du ausgestoßen, wenn du geboren wirst und wenn du stirbst. In jedem Lebewesen ist DMT, das ist, sage ich mal, man nennt es auch das Gottesmolekül. Es ist nichts Schlimmes oder so. Natürlich ist das hier auch keine Werbung für irgendwelche Drogen, Leute. Das ist auch keine Droge, die du jeden Tag nimmst. Ich betitel das Ding gar nicht mal als Droge, sondern als Erfahrung. Ja. Wann hast du die Erfahrung gemacht, oder? Ist es schon lange her? Ja, ist schon etwas länger her tatsächlich. Und DMT wird von deiner Zwiebeldrüse ausgestoßen. Das ist sowas wie so ein Stoff oder ein Hormon oder so. Und wenn dein Körper stirbt, dann schüttet er das automatisch aus, damit du halt keinen Schmerzen empfindest und quasi deinen Körper verlässt. Das ist quasi, man sagt, dass das so der Übergang zwischen dieser Welt und dem Jenseits ist. Und wenn DMT in deinen Körper ausgestoßen wird, dann dann bist du quasi in einer geistigeren Welt. So, man fühlt sich halt spirituell, du fühlst dich halt ein bisschen mehr verbunden. Erzähl mal, Bruder, würdest du die Erfahrung mit uns teilen, das, Bruder? Das kann man nicht erzählen, Bro. Das ist nicht so. Es ist eine Art Gefühl. So, das ist sehr, sehr schwer mit Wörtern zu beschreiben. Das ist etwas, das werden wir spätestens, jetzt hört sich das hart an, aber spätestens, wenn wir dieses Leben verlassen werden, wirst du das merken oder wirst du das spüren, was es ist. Die wird warm. Kannst du Erkenntnisse teilen, so Körper irgendwie vielleicht so? Erkenntnisse oder irgendwas, was du daraus gelernt hast oder irgendwelche Erkenntnisse oder irgendwas? So, da, mich interessiert das auf jeden Fall sehr krass, so diese ganzen Geschichten. Hab selber noch nie sowas genommen. Ich glaube, um so explizit darüber so ausführlich reden zu können, müsste man sich auch mehr damit auseinandersetzen oder es öfter mal gemacht haben. Habe ich nicht. Ich habe mich damit auch nicht so krass auseinandergesetzt. Ich hatte einfach eine Erfahrung. Und die war sehr, sehr intensiv. Ich habe mich halt extrem verbunden gefühlt mit der Natur, mit allem, mit den Tieren. Und das war eigentlich so das schöne Erlebnis. So. Passiert das bewusst nicht lange, oder ist es bewusst? Also hast du Augen offen und läufst dann rum und bist so... Nein. Guck mal, du musst dir vorstellen, Bro, wenn du DMT extern zu dir nimmst,
simuliert dein Körper gerade, dass du stirbst. Er simuliert dir das wirklich vor, also in Echtzeit. Dein Körper kriegt halt diesen Stoff und dein Körper und alle Organe reagieren auf, ich sterbe jetzt. Und dieses Gefühl hast du dann. Und was Das bringt kannst du, das kann ich nicht erklären. Das ist zu crazy, Digga. Krass, weil Das ist halt zu. ich habe mich schon deep mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich war ja auch in Mexiko und da wird viel solche Geschichten gemacht, Ayahuasca, DMT etc., auch mit Mushrooms und so. Und habe mir da schon so Erfahrungsberichte reingezogen, auch von einem zum Beispiel, der dann aus diesem Status erstmal nicht mehr wieder rausgekommen ist, von diesem Gefühl, dass er gleich stirbt, so. Und das wirklich länger auch gedauert hat und so. Ist halt krass. Aber dieses DMT, hast du das geraucht? Ja, ich hab's inhaliert. Ja, dann ist auch nochmal, das ist auch nochmal voll der Ist noch mal Riesenunterschied. stärker. Ist nicht das gleiche wie jetzt zum Beispiel Ayahuasca und so, ne? Das ist ja was ganz anderes, Nö, ne? bei Ayahuasca sind noch mal andere Mittel im Spiel. Ayahuasca ist noch mal so ein Getränk, so ein Gesöff. Da ist, glaube ich, ganz, ganz wenig DMT oder so drin. Ich habe das halt komplett, also ich habe komplett von 0 auf 100 mir das Härteste gegeben, was man sich nur geben konnte. Und ich habe es Krass, auch nicht Digga. geplant gehabt oder so. Also es war gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich bin voll geil drauf. Es hat sich halt einfach so ergeben. Und diese Erfahrung war einfach überall krass, Digga. Hattest du Angst in Und dem Moment so irgendwie? Hast du Angst? Hast du nee, Angst gehabt? das ist ja das Lustige. Es geht gar nicht auf deinen Herz-Kreislauf. Du bist dann nicht irgendwie so wie nach Alkohol oder nach einem Joint oder so, dass du dann irgendwie so Herzrasen kriegst und solche Sachen. Sondern es geht nur in dein Gehirn. Also es dockt nur an dein Gehirn an. Und simuliert deinem Körper quasi, du verlässt jetzt das Leben. Und dementsprechend reagiert dein Körper und schüttet dann auch die Hormone, die er halt braucht, wenn du das Leben verlässt. Und so Krass. fühlst du dich dann auch. Also du spürst deinen Körper nicht mehr, du spürst auch nicht mehr die Schwerkraft. Du liegst auf dem Krass. Boden und normalerweise spürst du ja, dass ein Gewicht auf dem Boden liegt. Du hast einen Druck auf dem Popo oder auf dem Rücken oder so, hast du gar nicht mehr. Du spürst auch nicht mehr deinen Herzschlag, du spürst auch nicht mehr, dass du automatisch atmest. Du musst selber bewusst atmen, weil dieses automatische Atmen setzt dann quasi aus, weil dein Körper denkt, brauche ich nicht mehr, dann ist es zu Ende. Und erst kribbelt es in deinem ganzen Körper und dann fühlt es sich so an, als wenn du einfach nur schmilzt. So, du löst dich auf. Und Hast du man irgendwas sagt gesehen dann, auch? Hast du irgendwas gesehen auch? Sieht man da irgendwas? ja, also ich habe für mich auf jeden Fall irgendwelche komischen Sachen gesehen, Digga, so Figuren. Ey, übrigens, Chat, ich lese alle Abos am Ende vor, weil im Gespräch ist ein bisschen öde. Ich küsse dein Netz, Top die City. Auf jeden Fall habe ich, ja, so Sachen gesehen, die so in meinem Gehirn so waren. Ich habe mich von außen gesehen. Ich bin so alte Vergangenheitssachen durchlaufen und habe mich als Kind gesehen, habe mich dann als Erwachsen gesehen, habe mich dann auch irgendwie sowas wie als Opa gesehen. So ganz merkwürdig so. Einmal so. Kreuz und quer einfach gemischt. Das Krasseste war, als ich wieder meine Augen geöffnet habe, hatte ich sowas wie Superkräfte. Hört sich jetzt voll lustig an, aber ich konnte irgendwie weiter gucken. Ich konnte intensiver riechen, schmecken. Ich habe mich viel stärker gefühlt. Ich war einfach. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt einmal springe, hebe ich ab. Und kann so 300 Meter hoch in die Luft springen, wie so ein Saiyajin. Also solche Feelings hatte ich. Und das hat dann nochmal so 30 Minuten angehalten. Ja, und danach ging das runter. Und dann war ich halt sehr so ruhig. Hab dann ganz normal was gegessen, getrunken und weg war das. War dann wieder alles so wie nix, als ob nichts passiert ist, so mäßig, Genau. Es wird ja sofort in kürzester Zeit von deinem Körper zersetzt und verarbeitet. ja. Ja, das ist schon. Es ist anders, Bro. Also du Glaubst spürst du, das Leben dann nochmal anders. dass man das auch ohne Substanzen erreichen kann, so ein State? In der Form nicht. Klar kann man mit meditativen Zustand in eine ähnliche Richtung kommen, aber nicht so, als wenn du es extern nochmal inhalierst, weil das ist halt eine Substanz, ne? Das ist nochmal ein Unterschied zu dem, was du dir vorstellst. Also du kannst ja nicht die Substanz aus dem Nichts erzeugen. Außer du bringst dich in eine Situation natürlich nicht, toi toi toi, dass du kurz vorm Verrecken bist, dann schüttet dein Körper auch DMT raus. So. Wenn, weiß was ich, wenn du lange die Luft anhältst oder unter Wasser bist oder keine Ahnung was, dann schiebst du Panik und diese Panik, dann schüttet dein Körper einmal dieses Hormon aus, so kurz bevor du am Sterben bist und dann fühlst du dich halt ruhig und bist dann ganz ruhig. So, du nimmst das dann auch so hin. Dir ist dein Körper dann in dem Moment auch nicht mehr wichtig. So. Du denkst dir so, alles ist gut, alles ist gut. Du wehrst dich dann auch gar nicht dagegen. So.
Das ist halt das Krasse. Und das ist etwas, was ich für sehr krass halte. Das hat die Natur mit uns gemacht. Sobald du geboren wirst, gibt es einen DMT-Ausstoß. Und sobald du stirbst, gibt es einen DMT-Ausstoß. Das ist so wie Spiel rein, du spielst das ganze Spiel, Spielende, CD wieder raus. USB-Stick rein, Download, USB-Stick raus. So mäßig ist das. Klammer auf, schreib den Satz, Klammer zu. So, und das ist schon sehr sensationell. Und ich finde, dass wir viel zu wenig über solche Dinge wissen. Und glaubst allein du? Die Zirbeldrüse, was für Aufgaben die hat und wie wir sie gar nicht wahrnehmen. Viele wissen nicht mal, was das ist. Also ist auch so sensationell. Wir sind immer der Annahme in der heutigen Zeit, dass wir so vieles wissen und alles wissen und so technologisch fortgeschritten sind. Dabei wissen wir nicht mal, was eine fucking Zirbeldrüse ist, was deren Funktion ist. Also ich sage jetzt nicht alle, aber allgemein sind wir in der Hinsicht total unwissend. Und obwohl die Zirbeldrüse extrem wichtig ist, alleine für deine Verbundenheit mit der Natur, für deine Spiritualität, für deine Freude, für deine Laune und so weiter und so fort. Also es ist schon sehr wichtig, es ist ein wichtiger Teil in deinem Gehirn. Und wir haben einfach null Plan davon, was es wirklich ist, wie man es triggern kann, wie man es nochmal ein bisschen verbessern kann, wie man es trainieren kann. Also wir haben meiner Meinung nach Möglichkeiten, durch unseren Körper viel, viel schöneres Leben zu fühlen, auch Verbundenheit, wovon du auch immer sehr gerne sprichst. Und die Zirbeldrüse ist halt maßgeblich dafür wichtig, dass wir genau diese Feelings erzeugen können und haben. Und das meine ich halt, wenn wir sagen, ey, ich will nur Liebe für die Welt, sollte man das auch ein bisschen auch erklären können, was damit gemeint ist. Vielleicht kann man halt mit dieser Zirbeldrüsen-Thematik besser ansetzen, damit die Menschen halt besser verstehen, als wenn man nur so esoterisch redet, wir müssen von Luft und Liebe leben. Weil das ist leider in der Gesellschaft verpönt, aber wenn du denn mit wissenschaftlichen Facts kommst, wie du hast eine Zirbeldrüse, die ist in deinem Gehirn, Dicker, jeder hat die, du musst sie nur aktivieren und wenn du es schaffst, dass du ihm die irgendwie triggerst und aktivierst und er was spürt, dann hast du viel mehr Argumentation, als wenn du denen nur was erzählst. Das heißt, er hat es am eigenen Leib gespürt. Und das ist immer sehr wichtig, dass man, wenn man ein Thema nahebringen will, dass dein Gegenüber auch immer das Gefühl hat, es kann mit mir auch so sein. Das ist halt immer, finde ich, viel, viel krasser, als wenn man nur sagt, ey, du musst dich jetzt anstrengen, du musst jetzt besser werden, hör auf zu kiffen und dies. Weil da hören die überall so, weißt du? Und stell dir vor, Leon, du bist jemand, du gehst zu jemandem hin, du machst so 2-3 Übungen mit denen, auf einmal seine Zirbeldrüse wird getriggert und der hat auf einmal so ein mieses Feeling, wo er sich, was hast du mit mir gemacht? Hab ich schon gehabt. Und dann beschäftigt er sich damit, das ist halt krass halt. Hab ich schon gehabt, Bruder. Ein guter Freund von mir. Hast du schon gehabt? Ja, ein guter Freund von mir, den habe ich zum ersten Mal meditieren lassen, so, ne? Den habe ich zum ersten Mal mit mir zusammen meditieren lassen, der hat danach geheult, wie ein kleines Baby. Bruder, was hast du mit mir gemacht, Digga? Ich habe noch nie so einen Status gespürt. Ich habe noch nie diese Verbundenheit mit mir selber und mit dem Ganzen gespürt und so. Das war richtig heftig für mich auch. Da habe ich gemerkt, dass das auch eine Sache ist, wo ich auch selber drin aufgehe. So. Wenn ich irgendwie, weißt du, Menschen dazu verhelfen kann, das zu finden, diese Verbundenheit und diese. Weil du hast recht, diesen Status kannst du erreichen, auch ohne die Substanzen, glaube ich, weißt du. Und vor allen Dingen, wenn du es ohne Substanzen hinbekommst, das zu aktivieren, dann ist es auch eine Sache, die bleibt, weißt du? Das ist eine Sache, die dann nicht mehr weggeht, so. Das ist dann nicht nur kurz mal ein Trip oder so, das ist dann ein Status, den du hast, so. Was ich dich nochmal fragen wollte, ist, glaubst du, dass es noch mehrere Dimensionen gibt, als die, die wir sehen?